Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen live aus dem Herzen von Halle im Bernstielzimmer. Herzlich willkommen zum Staffelfinale der ersten Staffel des Bernstielzimmers. Und ich hätte mir wahrscheinlich keinen besseren Gast aussuchen können als meinen alten Insta-Live-Kumpel Sven Schulze. Sven, das wird dir gar nicht richtig gerecht. Du bist ja mittlerweile nicht nur Landesvorsitzender der CDU Sachsen-Anhalt, sondern jetzt auch frisch gebackener Wirtschaftsminister. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier mit uns diese tolle Serie, Eigenlob stinkt, aber es ist einfach so, heute mit uns abrunden wirst. Und ich begrüße dich herzlich hier im Bernstielzimmer. Schön, dass du es nach Halle geschafft hast. Ja, gern. Ich bin immer wieder gerne in Halle. Ich bin übrigens nicht nur Wirtschaftsminister, sondern auch Landwirtschaft. Ist auch wichtig. Es ist Wirtschaft drin. Ja, es ist aber natürlich gerade im Agrarbereich hört man das natürlich gern, dass man nicht nur Wirtschaftsminister ist. Und bin gern hier in Halle. Ging auch relativ fix von Magdeburg aus, eine Stunde hier. Super. Das ist halt der Unterschied zwischen dem Nord-Süd-Verbindung, da gibt es halt eine Autobahn, ja. Die 143 fehlt noch. Aber Sven, du bist heute, das muss man fairerweise sagen, als Landesregierungsmitglied nicht hier. Genau. Wir haben das jetzt erwähnt, sondern in deiner Funktion als Landesvorsitzender unserer wunderbaren Partei. Und wir haben ja öfters mal ein Insta-Live gemacht, heute haben wir ein bisschen mehr Zeit. Da das ja das Staffelfinale ist, haben wir uns ein paar Besonderheiten ausgedacht. Also erstens habe ich ein blaues Hemd an, also das ist schon mal der Wahnsinn. Ja. Trage sonst immer weiß, ja. Und ich darf nochmal diese coole Frage stellen, die mir alle verboten haben, dass ich sie nicht mehr fragen, also nicht mehr fragen soll. Ist die Temperatur okay? Die ist der Hammer. Also es ist ein bisschen zu warm, aber es kann es ein bisschen runterregeln. Wir lassen es einfach runterbrennen. Wunderbar. Schneit es ja auch noch nicht, also von der Seite braucht man naja, nicht so viel Feuer. In Halle ist die Stimmung immer ein bisschen frostig, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Das ist das Kenia-Lagerfeuer, was wir hatten. Okay, das ist nachhaltiges Holz. Sei es drum. Jede Sendung beginnt ja immer mit einem Lieblingsgetränk oder der Gast darf das auswählen und du hast hier offensichtlich Cola ausgesucht, ist das richtig? Ja, man hat mir gesagt, es ist nur noch Cola da und ich sollte das jetzt nehmen. Aber naja, das liegt an dem Nord-Süd-Gefälle und es kommt ja so wenig an von Magdeburg. Nee, jetzt, nein, ohne Spaß, Cola ist dein Getränk? Das ist mein Lieblingsgetränk. Es ist ganz komisch, weil irgendwie viele trinken gern Bier oder was auch immer und ich trinke halt viel zu viel Cola und ist viel Zucker drin, aber irgendwie ist das, also einen Kasten Cola habe ich immer irgendwo stehen. Ein Kasten Cola? In jedem Büro irgendwo, wo ich bin. Okay, na dann trinken wir eine Cola. Ja, also, danke. Aber es liegt explizit nicht daran, du hättest alles kriegen können, was du möchtest. Ich war ja auch in den Koalitionsverhandlungen total enttäuscht, weil die Zeitung geschrieben hat, dass der Siegfried Borgwardt, der Fraktionschef, die meisten Cola getrunken hat. Das stimmte gar nicht. Ich habe die meisten Cola getrunken während der Sitzung. Aber richtig gesund ist es auch nicht, oder? Naja, ist auch egal. Ich sag mal, wir leben ja auch nur einmal. Ja? Das stimmt. Herzlich willkommen im Bernstielzimmer. Danke. Sogar mit Eis, sehr gut. Es schmeckt, als ob was fehlt, aber es ist eine Cola. Ja, das ist ja, wir sind ja noch früh am Abend, sag ich mal. Das ist, da fehlt noch vielleicht ein bisschen Schuss. Aber gut, für so ein Politikerleben ist es tatsächlich sehr früh. Ja. Herzlich willkommen natürlich auch an alle, die jetzt gerade live zuschauen und an die ein, zwei Personen, die hier live im Studio dabei sind. Wir haben immer ein paar Gäste. Ja. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, auch Fragen zu stellen, zu kommentieren. Werdet alles los, was ihr loswerden wollt. Wie gesagt, es ist vielleicht, also nicht vielleicht, es ist das Staffelfinale und es ist für eine gewisse Zeit erstmal die letzte Folge des Bernstielzimmers, also nutzt eure Chance. Sven, jetzt habe ich wieder so eine tolle Moderationskarte. Da steht heute überhaupt nichts drauf. Bei dir? Bei mir ist alles voll. Also. Du hast mit weißer Tinte geschrieben. Ja, das liegt aber daran, dass wir ja in unseren Insta-Lives von unseren Büros immer ganz viel aufgeschrieben bekommen haben. Und haben es nie gelesen und haben immer einfach improvisiert, weil es am besten ist, glaube ich. Ne? Aber dein Büro ist ja jetzt weg, oder? Ja, also mein Büro ist noch da, aber ich bin nicht mehr drin. Also meine Mitarbeiter sind jetzt anderweitig tätig, das stimmt. Schon noch, aber in der Politik. Ja, ja, die arbeiten. Okay. Wir kriegen ja in Brüssel eine Nachfolgerin für mich und für die werden die dann arbeiten. Ja. Jetzt, siehst du, jetzt kann ich endlich mal so Fragen stellen, die ich mir ausgedacht habe. Ja. Wie bist du zur Politik gekommen? Willst du das wirklich wissen im Detail? Naja, nicht so, mehr so in so galoppartig. Naja, ich kann es mal versuchen, ganz kurz zu erklären, wenn du mir eine Minute Zeit gibst. Das war, na, wir haben da eine Uhr, das ist perfekt. Ich bin ja noch ein bisschen älter als du und nach der Wende wollten wir als junge Menschen bei uns in meinem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, einen Fußballclub gründen. So, und die alten Leute haben alle gesagt, ach, das geht nicht, ihr seid viel zu wenig. Und wir haben es gemacht, haben es geschafft. Eine Großfeldmannschaft in einem kleinen 300-Seelendorf. Und irgendwann kam der Bürgermeister und sagte, Mensch, du warst doch damals dabei und das habt ihr gut gemacht und ihr müsst euch fürs Dorf engagieren, willst du nicht in den Gemeinderat kommen? Und dann bin ich in den Gemeinderat angetreten, bin auch gewählt worden
Und irgendwann kam die CDU auch auf mich zu und hat gesagt, Mensch, so wie du hier redest im Gemeinderat, willst du nicht irgendwie zukünftig für die CDU auch antreten und so. Und so bin ich dann zur Politik gekommen, also über den Gemeinderat, später Kreistag. Ja, und irgendwann bin ich dann, hatte ich die Chance dann auch mal über die Junge Union, ich war ja Landesvorsitzender, dann im Landesvorstand mitzumachen und so ist das dann Step by Step gewachsen. Aber zwischendurch hast du auch schon nochmal gearbeitet, ne? Ich habe sogar mal richtig gearbeitet, ja. Wenn manche Leute das Politik nicht als richtiges Arbeiten sehen. Ja, ja. Ich bin Ingenieur vom Beruf, ja. Weißt du ja, habe in Clausthal studiert und habe fast länger in der Wirtschaft gearbeitet als Ingenieur, als ich jetzt in der Politik bin. Also beides so 7, 8 Jahre jeweils und es war eine tolle Zeit, hat man viel gelernt. Und kam schon mal so ein Punkt, so ein Moment, wo du gesagt hast, so, oh, jetzt reicht's. Jetzt schmeiße ich hin und sage, jetzt ist wirklich mal, wo man so nach Hause kommt, also ich reflektiere jetzt mal so ein bisschen von mir, ja. Da gibt es schon mal so Momente, wo du sagst, so, oh, oh. Ja, ich sag mal, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich sag mal, ich habe das Glück, sowohl als Ingenieur als auch jetzt einen Beruf zu haben, der mir Spaß macht. Weil es ist, ich sag mal, du weißt ja auch, wir haben ja jetzt keine 8-Stunden-Tage, sondern das fängt irgendwie meistens morgens um 7, 8 an und endet oft meist auch erst Mitternacht. Und da musst du Spaß dran haben. Und wenn du das nicht hast, dann ist es nicht. Ich sag mal, also ich glaube, du hast ja auch mit deinem Mandat im Deutschen Bundestag, das ist ja eine Riesenauszeichnung, da in dem Parlament auch für Halle hier sitzen zu dürfen. Und du wirst es ja auch. Und den nördlichen Saalekreis. Und den nördlichen Saalekreis nicht zu vergessen, aber. Man vergisst das manchmal, glaube ich. Ich saß ja viele Jahre im Europaparlament, was das für eine Auszeichnung ist, dass die Wählerinnen und Wähler einen unterstützen, dass sie sagen, du sollst jetzt hier als Direktabgeordneter diese große Stadt vertreten. Und bei mir war es halt das ganze Land Sachsen-Anhalt. Und das muss einfach Spaß machen. Ja, und deswegen machen wir das ja auch. Deswegen trittst du auch wieder an und das bin ich überzeugt, auch wieder die Unterstützung der Menschen hier finden. Ja. Ich saß mal mit Peter Tauber, unserem damaligen Generalsekretär der CDU Deutschlands, im Auto, das war glaube ich im Wahlkampf 2017. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, Peter, sag mal, wie ist das denn, wenn ich die Bundeskanzlerin anrufe, das ist ja wahrscheinlich, damals war sie ja die Bundeskanzlerin, auch Parteivorsitzende, ja. Für dich ja Job, aber gibt es da auch mal so einen Moment, wo man drüber nachdenkt, was passiert hier eigentlich? Ja. Und gibt es bei dir so einen Moment, wenn dich der Ministerpräsident, also ihr wart ja jetzt gerade in den Koalitionsverhandlungen, ja. Hat er dich ja wahrscheinlich relativ häufig angerufen, hast du da auch mal, ist das so ein Moment, wo man zur Ruhe kommt und sagt, okay, krass, hier ruft mich gerade der Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt und der Vorsitzende des Bundesrates aktuell, also damit er der, dritthöchste Mann im Land, ruft dich an und telefoniert mit dir und sagt, ey Schulze, wie machen wir das jetzt? Oder duzt ihr euch? Oder wie läuft das? Mittlerweile, ja. Er hat mir das angeboten, als ich zum Landesvorsitzenden gewählt wurde. Ja. Und ich sag mal, man hat natürlich ganz viel Kontakt miteinander, auch zu verschiedenen Themen und das ist also auf einer Seite ist eine Arbeitsebene, ja, wo man auch Themen abarbeiten muss. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch, also ich kann mich erinnern, als wir vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung waren und er unbedingt Fußball gucken wollte, wo ich dachte, ach Mensch, er ist ja auch mal ein ganz normaler Mensch, sag ich mal, der nicht nur an Politik denkt. Und nee, das ist schon so. Ich sag mal, für mich war das Highlight, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe vor einigen Jahren mal die Chance gehabt, ganz kurz für 3-4 Sekunden neben Bill Clinton zu stehen und habe mit ihm auch ein Foto gemacht, Bill Clinton. So, wo ich dachte, ich habe mir abgewöhnt, irgendwo hinzugehen und zu sagen, können wir mal ein Foto machen. Das mache ich eigentlich nicht mehr. Aber da habe ich es dann gemacht, weil ich dachte, den siehst du in deinem Leben nie wieder. Ja, und das war irgendwie eine coole Situation. Da war die Doro Bär, deine Kollegin, die war auch mit dabei, die stand hinter mir, die war dann mit drauf auf ein Selfie und so. Es war, also man erlebt schon einiges. Ja. Aber was ist das Erste, woran du denkst, wenn du den Namen Bill Clinton hörst? Zigarren oder sowas? Okay, ja. Aber, also jetzt ruft dich halt der MP relativ häufig an und dann sagst du, ja, Rainer, machen wir so, machen wir nicht so. Ja, ich sag mal, im Grunde genommen schon. Ja, das ist mittlerweile, wir sind ja da ein Stück weit, er ist mein Chef jetzt als Ministerpräsident. Ich bin, wenn man so will, sein Chef als Parteichef. Ich glaube, das ist, wir haben ja eine große Aufgabe vor uns. Ja, und man muss halt gucken, dass man das auch vernünftig bearbeitet. Wir haben heute ganz witzig, wir duzen uns ja und da haben wir aber heute mal drüber gesprochen, an welcher Stelle sollte man sich denn vielleicht doch siezen, gerade in der Öffentlichkeit oder sowas, weil da gibt es ja doch dann die Arbeitsebene und so. Also es macht schon Spaß, definitiv. Ja. Aber du kommst ja aus dem Harz gebürtig und ich habe jetzt neulich Urlaub gemacht im Harz. In Schirke warst du gewesen. Ja, genau, da wo die keine Bäume mehr stehen, aber sie wachsen nach, wachsen nach. Und gibt es immer so einen Moment, wo du dann abends mal vielleicht auf der Terrasse oder irgendwo sitzt, trinkst einen guten Wein, eine Cola, wie ich jetzt gelernt habe. Und dann sagst du mal so, schon irgendwie verrückt. Hättest du gedacht,
damals in deinem Fußballverein, dass du mal da landest, wo du jetzt bist? Ich muss ehrlich sagen, nee, mache ich wirklich selten. Ich sag mal, was schon mal passiert, dass denn dich Leute anrufen oder die Eltern mal anrufen und sagen, Mensch, was machst du denn da? Und Mensch, wir haben dich da und dort schon wieder gesehen. Ich bin jetzt auch nicht so der da total verrückt drauf ist und zu sagen, oh, heute war ich in dieser Zeitung oder gestern in jener Zeitung. Das ist gar nicht so der Fall. Aber wenn man ehrlich ist, es ist schon so, wenn man viel erkannt wird mittlerweile. Ja, ich wollte neulich mit meiner Frau mal in Ruhe Kaffee trinken und auf einmal kam schon wieder, Herr Schulz, ich habe da mal eine Frage an Sie und so. Das ist, das passiert halt, ja. So, aber also wenn du natürlich immer wieder in dem gleichen Yachtclub Kaffee trinken Nee, es war ein Restaurant im Sven, Harz. Wir haben eine sehr aktive Community. Oh. Hier gibt es sehr viele Fragen an dich. Ich will gleich sagen, Ministerfragen machen wir heute nicht, weil du halt nicht da bist, genau, als Minister, sondern als Vertreter der CDU Sachsen-Anhalt, deswegen bitte ich die Community um Verständnis, da müssen wir auch fair bleiben. Aber alle Parteifragen können wir ja machen. Und diese Frage, die geht ja an dich als Ex-Europa-Abgeordneter. Was wirst du am meisten an Brüssel und Straßburg vermissen? Die Kollegen, die man da hat. Ja, ich sag mal, man war ja eine ganz kleine Gruppe. Wir waren ja nur insgesamt zum Schluss 29 CDU-CSU-Kollegen oder 96 Abgeordnete aus ganz Deutschland. Das ist schon eine kleine Gruppe. Die internationalen Kollegen natürlich, die man irgendwo hat, da haben sich auch ganz viele bei mir gemeldet, wo man manchmal gar nicht mehr drüber nachdenkt, dass die einen auch kennen. Und wenn ich ehrlich bin, auch das Essen. Ja, also gerade in Brüssel, ich sag mal, das war schon nicht schlecht, was es da gab. Sieht man mir ja, glaube ich, auch ein bisschen an. Wir waren ja mal zusammen mit Günter Oettinger essen. So ist es, ja. Ich weiß gar nicht mehr wo, in irgendeinem... Das war ein Steakhouse, das war das Meat. Du weißt das noch? Na klar, weiß ich das. Okay. Meat, also quasi Fleisch treffen. Genau, das ist so. Also das ist ja witzig. Dein Englisch scheint ja doch besser zu sein, als ich dachte. Also ja, ab und zu müssen wir im Bundestag auch mal ein bisschen Englisch sprechen. So ist es. Und die gibt es eine Frage an mich, oder ist mehr eine Anmerkung, ne? Zur nächsten Staffel wollen wir dich wieder als Bundestagsabgeordneten begrüßen, ist an mich. Ja, definitiv. Wir kämpfen dafür. Vielleicht, das können wir jetzt machen. Du bist ja als Parteivorsitzender hier... Bundestagswahl, Prognose, was denkst du? Ich bin überzeugt, dass wir in Sachsen-Anhalt alle Wahlkreise gewinnen können. Das trotz heißt, der Prognosen? Ja, natürlich. Ich sag mal, die Prognosen haben wir ja auch bei der Landtagswahl gesehen. Da ist ja hier in Halle auch, sind die Wahlkreise gewonnen worden, obwohl man vielleicht im Vorfeld gedacht hat, das wird ein bisschen schwierig. So, und ich meine ganz ehrlich, nicht nur du, sondern auch deine Kollegen, ihr habt einen super Job gemacht. Ja, ich sag mal, das ist doch, was will man denn eigentlich als Bürger? Man will einen Abgeordneten, der sowohl in Berlin Einfluss hat, das hast du, ja, ich sag mal, als gleichermaßen auch hier vor Ort zu sein. Und du hast ja viele Dinge hier, Cyberagenturen, andere Dinge, die sind ja auch deshalb mit dir verbunden, weil du dafür gekämpft hast, ja, für deinen Wahlkreis hier. Und deswegen, das ist so eine Sache, da bin ich überzeugt von. Und ich habe jetzt zweimal einen eigenen Wahlkampf hinter mir, den ich quasi, wo ich zur Wahl stand fürs Europaparlament. Ich weiß, da ist man ein bisschen immer aufgeregt und denkt, wird das jetzt was? Aber ich glaube, wenn man alles dafür getan hat, und das hast du gemacht die letzten 4 Jahre, dann ist die Chance auch extrem hoch. Und ich kann da nur den Bürgern das empfehlen, weil ich dich erkenne. Was ist denn für dich so die... Ich würde mich echt mal interessieren, wie fühlst du dich jetzt gerade so ein paar Tage vor der Wahl? Na, ich fand das gerade total cool, weil du gerade gesagt hast, du hast ja bei der letzten Europawahl, bist ja mit dem Spitzenkandidaten Manfred Weber angetreten. Genau. Hier in Halle waren wir auch gewesen. Ja, ein richtig geiler Typ. Und am Ende war es dann Ursula von der Leyen. Ja. Also, wenn man das jetzt mal kann projiziert. Kann das sein, dass die irgendwo gearbeitet hat, wo man die vielleicht nicht mehr so... Nee, aber wenn man das jetzt projiziert auf die Bundestagswahl, ja, könnte es ja sein, dass wir vielleicht jetzt mit Armin Laschet ins Rennen gehen und am Ende kannst du ihn anders wählen. Kann man jetzt irgendwie Piep machen oder so, dass ich da nichts zu sagen muss? Nee, aber ich glaube, da werden wir jetzt auch alle, die uns bei Twitter folgen, wo wir da ja gar nicht hinsenden, ein bisschen verunsichern. Wie fühle ich mich jetzt? Ich muss dir ehrlich sagen, tatsächlich ziemlich, ich bin echt gespannt, aber im positiven Sinne, weil wir treffen so viele Menschen, die uns sagen, wir sind ja hier unter uns, ja, also die sagen, die Erststimme ist auf jeden Fall bei der Zweitstimme überlegen sie noch ein bisschen, diplomatisch ausgedrückt. Aber darf ich mal kurz sagen, ich habe Armin Laschet ja mehrfach kennengelernt, ich war jetzt auch beim Triell dabei. Ich glaube, dass der auch ein sehr guter Kanzler für Deutschland sein wird, auch sich besser im Osten auskennt, als es im Moment so rüberkommt. Und deswegen kann ich das nur hoffen, dass das auch am Ende des Tages bei den Bürgern ankommt, dass wir als CDU, als Team gemeinsam da sind. Da seid ihr als Abgeordnete und dann Armin Laschet auch als Bundeskanzler, definitiv. Gibt es tatsächlich einen Kommentar? Der erste Gast mit einem anständigen Getränk, also... Das ist du, ja. Also wir hatten ja auch schon Bier, also Entschuldigung, muss man eine Lanze fürs Bier brechen. Ja, zum Wohl, ne? Naja, wir kriegen ja hier keine Tantiemen oder sonstige Anteile. Da gibt es eine allgemeine Frage, inhaltlich, seid ihr für die 2G oder die 3G-Regel? Wir haben uns nicht abgestimmt, deswegen
Ich habe da eine klare Meinung. Also ich zuerst mit zuerst. Ja, fang du mal an, mich würd nicht interessieren, weil ich ja dafür ein bisschen auch mit zuständig bin zukünftig. Ja. Richtiger Politiker. Also ich bin tatsächlich für die 3G-Regel und ich gehe sogar noch ein bisschen weiter. Ich bin der Meinung, ist jetzt mal gut mit Corona. Ist jetzt sehr schwierig zu sagen, aber wir sind bei 66% in der Erstimpfung. Wir sind, glaube ich, bei 64% in der Zweitimpfung. Plus die Genesenen, die ja auch zumindest für ein halbes Jahr, nach dem, was wir wissen, eine gewisse Immunität haben. Ich habe neulich den Gesandten der israelischen Botschaft getroffen, die in Israel eine Impfquote von 80% hatten, doppelt geimpft, ja, wohlgemerkt, also weit vor uns. Und trotzdem ist da Corona wieder ausgebrochen, die müssen jetzt die Drittimpfung machen. Da werden wir in Deutschland nicht drum herum kommen. Aber wir werden auch nicht drum herum kommen, dass wir zum Beispiel unsere Kleinkinder, die werden sich oder kurz oder lang, werden sie Corona bekommen, weil wir keinen Impfstoff haben, der für unter 12-Jährige funktioniert. Und ich finde, jetzt war immer die oberste Prämisse, das Gesundheitssystem darf nicht überlastet werden. Und die Gefahr sehe ich jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich bei den letzten beiden Abstimmungen im Deutschen Bundestag habe ich nicht teilgenommen, weil die Fraktionsführung wollte, dass ich nicht dagegen stimme. Kann ich auch verstehen. Ja. Ja, ist dann ein bisschen teuer. Aber ich glaube, die Bevölkerung... Musst du da Geld für bezahlen, wenn er dagegen stimmt? Nee. Ja, 200 Euro. Wenn ihr gegen die Fraktion... Nee, wenn man nicht dran teilnehmen. Ach so, okay. Wenn man nicht dran teilnehmen. Ach so, nee, Strafgeld gibt es nicht. Das ist im Grundgesetz so nicht vorgesehen. Und deshalb hoffe ich, dass man jetzt irgendwann diesen nächsten Step geht und sagt, wir geben die Verantwortung jetzt ein Stück weit in die Bevölkerung zurück, behalten sehr genau im Auge, was hier passiert. Und 2G-Regel finde ich schwierig, verstehe ich die Gastronomen, aber es sollte 3G bleiben, weil es gibt eben auch viele Leute, das ist jetzt sehr persönlich, die auch krank sind, die schwere Krankheiten haben. Und ich möchte nicht, dass jemand, der eine schwere Krankheit hat, irgendwo am Gastronomie- oder am Konzerteingang steht und sagen muss, ja, ich kann mich aber nicht impfen lassen, weil ich Krebs habe oder gerade eine Chemotherapie oder sonstige Dinge. Das geht denen da nichts an. Und deswegen ist das für mich ein wichtiger Punkt mit der Teilhabe. Also wenn es nicht anders geht, dann 3G-Regel. Am liebsten würde ich sagen, ist jetzt gut. Wir geben die Verantwortung mal zurück. Gab es denn schon mal einen Gast, der Corona getrunken hat hier? Nee, aber können wir bestellen. Witz eins. Kriegen wir das hin? Ja, wenn das da ist, können wir das ja, vielleicht nochmal... Ja. Bitte mal Hinweis an die Regie, 2 Corona bitte. Wenn das möglich ist, aber wir sind ja mit Corona... Aber jetzt bist du ja dran. Ja, wir haben ja jetzt eine freiwillige Regelung, 2G möglich auch, ja. Aber grundsätzlich ist es auch mit 3G, glaube ich, gut. Was kommen wird, ist, dass man nicht mehr alle Tests kostenlos kriegen wird. Ja, ich sag mal, das ist halt so... Ich habe heute gerade auch gelesen, wie viele Millionen das kostet bei uns, das Impfen und auch Testen und so, das ist nicht ganz billig. Das, glaube ich, wird jetzt noch mal ein bisschen den Schub bringen. Allerdings muss ich auch sagen, dass die Quote derer, die sich jetzt noch impfen lassen, das wird immer weniger. Ja, ich sag mal, wir sind jetzt bei 62-64% und das wird jetzt nicht mehr maximal steigen. Und wir müssen mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen auswirkt. Also wir kommen um die Drittimpfung nicht drum herum, das kann ich schon mal sagen. Ja. Aber jetzt sind wir ja auch hier im Mernstedt-Zimmer und wir sind ja eher so ein lustiges Format. Ja, genau. Und jetzt kannst du ja so ein bisschen zurückschauen auf eine... gewisse Erfahrung im Europaparlament. Das muss ich jetzt erklären. Wir haben ein lustiges Format und Europaparlament. Also das ist ja jetzt so, als würden wir nichts machen. Also, naja, ich weiß ja, mit welchen Kollegen du da bist. Also zum Beispiel Herr Sonneborn ist ja da auch. Ne? Genau. Was ist denn so rückblickend das Witzigste oder sag ich mal das Skurrilste, was du erlebt hast? Kann Inland, Ausland sein, aber so als deiner Zeit als MDEP. Ja, eigentlich... Wenn man was Lustiges sehen will, der Sonneborn war natürlich am Anfang auch lustig, ja, ich sag mal, wenn man manchmal so gelacht hat, aber da war auch viel Klamauk dabei. Ja, ich weiß gar nicht, was für mich wirklich spannend war dieser riesen Plenarsaal in Straßburg. Den habe ich jetzt mehr als ein Jahr nicht gesehen, jetzt zum letzten Mal. Doch. Und das wird jetzt lustig? Das wird dahingehend lustig, dass da manchmal ganz interessante Sachen so passiert sind. Und es war einmal wirklich, das kann ich ja sagen, weil es am Ende auch in den Medien zu sehen war. Wir sind ja auch unter uns. Wir sind total unter uns. Es wird ja auch keiner ins Internet streamen. Ja. So sind ja nur die zwei Leute, die du von der Straße eben die Fischt hast, die hier zugucken. Genau, und der dann die Regie bedient. Das war dann eine meiner ersten Sitzungen und da hat der Sonneborn dann gerade gesagt, hat dann an den Günter Oettinger eine Frage gestellt, ob er die auf Englisch beantworten könne. So, und wo ich dachte, na gut, ist das ja eigentlich jetzt Klamauk oder ist das halt Parlament? Aber nee, ich sag mal, es war schon vieles wirklich ernster, als man denkt, weil ich sag mal, wir in Europa ja viele Dinge machen, die ihr dann im Bundestag auch wieder auf dem Tisch habt. Das ganze Thema Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, Artikel 13. Ja, das war super. Also, ja, ich sag mal, das war dann nicht lustig für euch, für uns wieso auch nicht. Wieso für uns? War vor der Europawahl. Ja, das war so. Aber Fakt ist, ich fand es wirklich, es ist eine große Ehre gewesen, da gewesen zu sein. Und so. Jetzt klingelt der Wecker. Ist jetzt Feierabend? Müssen wir gehen, oder?
Ja, das war, das war's. Das war's? Ich habe die Cola noch nicht mehr. Also wir haben noch ein anderes Problem zu klären. Also Corona gibt's ja nicht. Oh. Also ist gut. Wir sind auch ein Inzidenzgebiet. Woher weißt du das? Ist da gar keiner hier, der uns was sagen kann? Also wir sind hier im Gegensatz zu manch anderen Regionen gut digitalisiert. Also du kannst dir noch gerne was anderes aussuchen, aber jetzt ist erstmal Zeit für die Challenge. Ich habe nachher noch eine Frage an dich. Aber du kannst mehrere Fragen. Ja. Sven, du kannst mich alles fragen. Ja. So, aber bevor du mich irgendetwas fragst, muss ich dich warnen, ich habe einen Lauf. Oh. Das ist der goldene Umschlag. Ja. Und hier drin befindet sich die finale Challenge von Staffel 1 des Bernstehzimmers. Ist das jetzt einer der Umschläge, die immer von diesen Lobbyisten in Berlin kriegt? In Berlin gibt es nicht so viele Lobbyisten. Ach so, muss ich den aufreißen jetzt? Ja. Und da guckst du jetzt erstmal, was da drin steht. Das sind vielleicht auch Lose sind hier drin. Soll ich jetzt eins ziehen? Ja, du kippst erstmal aus und dann liest du, auf der Karte steht drin, was wir machen müssen. Ach du Heiliger. Das hört also alles zusammen. Ja. Ich bin selber gespannt. So. Es ist Zeit für die heutige Challenge. Wir befinden uns seit Folge 1 im traditionellen Gasthaus zum Start. Ja. Neben euch beiden waren seit Bestehen schon viele bekannte Persönlichkeiten aus allen Bereichen der Gesellschaft und des öffentlichen Lebens zu Gast. Die meisten von ihnen haben auch einen eigenen Stuhl im Chart. Was meint ihr? Wer war schon alles hier und hat einen eigenen Stuhl? Soll ich es verraten? Oder? Nee, du weißt es nicht. Achso, die Challenge kommt ja noch, oder? Achso, aber bevor ihr zur Aufgabe kommt, legen wir erstmal einen Wetteinsatz fest. Der Verlierer der Challenge muss für die jeweilige Stadt des Gewinners entweder für eine bekannte Persönlichkeit oder die Bewohner eine kleine Ode improvisieren. Ach du Heiliger. Eine was? Eine kleine Ode. Was ist denn eine Ode? Eine Ode an die Freude, oder ist das ein Lied? Ja, ist das ein Lied singen oder was? Ja, verstehe ich so. Ein gesprochenes Loblied, 30 Sekunden sollte reichen. Seid kreativ und ehrt die jeweilige Stadt Magdeburg oder Halle. Die Challenge entscheidet. Ich soll auf Magdeburg ein Loblied singen? Ja, wenn du verlierst natürlich. Ja. Wie soll ich? Kannst du schon mal was überlegen. So, ihr zieht jeweils einen Zettel und lest die beiden Namen vor. Der jeweils andere muss dann erraten, wer von den beiden Namen schon mal im Chart zu Gast war, also einen eigenen Stuhl hat. Die richtige Antwort ist jeweils unterstrichen. Auf Gong geht's los. Jeder darf insgesamt 5-mal raten, wer die meisten richtige Antwort hat, hat gewonnen. Also ich erklär's dir jetzt mal mit eigenen Worten. Wir ziehen hier, da stehen 2 Namen drauf. Ich lese dir die beiden Namen vor. Du sagst Müller oder Meier. Ja? So, und ich hab's schon verstanden. So, ich dachte, weil du jetzt hier in Halle und Bundestag. Ich hoffe nur, dass ich nicht verliere. Nein. Du musst losziehen. Ich fange jetzt an. Ja. So. Christian Rach oder Nelson Müller? Das sind TV-Köche, falls du es nicht weißt. Nelson Müller ist richtig. Ist falsch. Wenn das Unterstrichene derjenige ist, der hier schon mal war, dann war es Christian Rach. Ist es so? Das Unterstrichene ist richtig? Ja. So. Okay, dann soll ich dir das zeigen? Ja, nee, dann habe ich einen Fehler. Okay, gut. Okay, du hast also den ersten, jetzt bin ich dran. Ja, die Punkte werden da angezeigt. Ah, sehr gut. Ich habe mal eben 0 bei ihm. Nee, 0. Also ich kriege einen Punkt. Also. Aus dem TV. Jan-Josef Liefers oder Achim Menzel? Achim Menzel habe ich mal persönlich getroffen. Jan-Josef Liefers könnte es auch gewesen sein. Ich würde jetzt mal sagen Achim Menzel. Das ist leider richtig. Ja, 2. Okay, du bist dran. So, ja, schreib mal bitte hier auf den Bildschirm. Ja, das läuft schon. Von den 2 Leuten, die hier sind, 2 draufschreiben. Jörg Domian von dem Radio Talk Domian oder Holger Tapper von Radio SAW? Ja, warum sollte der Holger hier einen Stuhl haben? Ich sag Holger Tapper. Holger Tapper war schon mal hier, sagst du? Ja. Das ist leider richtig. Aber habe ich jetzt nicht 2 Punkte? Weil ich habe doch eben richtig geantwortet. Nee, du hast eben auch schon 2 Punkte. Ja, du hast richtig. Da steht nur 1 Punkt. Ja, mach mal. Er hat richtig. Sven hat 2 Punkte. Ich müsste 2 Punkte haben. So. Hä? Okay. Wenn der andere falsch liegt, bekommt der andere. Okay, ich gut. Weiß es nicht. So, wieso habe ich dich eigentlich gefragt? Musstest du nicht fragen jetzt? Ja, ich muss fragen, warum hast du jetzt das los in der Hand? Das weiß ich nicht. Das ist doch scheiße, ich hab's noch nicht gelesen. Mir, Niete. Niete, ja. So. Es fehlt noch ein Lust. Nicht. Also, ja, das ist einfach. Günter Gabriel oder Hannes Wader? Beides sind Sänger. Wer war schon mal hier? Also den zweiten kenne ich ehrlich gesagt nicht. Sag mal, Günter Gabriel. Das ist schon wieder richtig. Mein Gott, ich kenne beide nicht. Das ist so. Okay, kennst du dich Günter Gabriel? Nee, weiß ich nicht, wer das ist. Der ehemalige Wirtschaftsminister aus Sachsen. Nur Sven, dann hast du ja noch was vor dir, ne? Jetzt darf ich aber wieder ziehen, ja? So. Oh, schon wieder Sänger. Heino oder Die Amigos? Kennst du wahrscheinlich beide gut, ne? Ist also deine Klientel. Heino schon mal hier in Halle? Heino oder Die Amigos? Die Amigos sind die 2, die laufen immer nachts im Fernsehen auf diesen Sendern, wo sie da CDs verkaufen. 8 Stück am Stück für 56 Euro. Der macht Heino auch. Heino hat auf jeden Fall mal Rammstein gesungen.
ich sage trotzdem, boah, Mann, ey, Heino war aber auch mal hier. Waren beide schon mal hier. Nicht verwechselt mit Heidi. Aber haben die einen Stuhl? Ich sage, Heino. Hast recht, Heino war schon mal hier. Ja! Oh. So, jetzt bist du wieder dran. Ja, danke. 2-2 ist ein enges Rennen, ja. Ja. Oh, geil. Was denn? Entschuldigung. Ach so, das ist meine Jugendliebe. Also, ich? Nee, Franziska Almsieg oder Britta Steffen. Beide Schwimmerinnen. Ich hatte von Franziska Almsieg hatte ich immer so eine Sammelkarte. Die fand ich echt ziemlich nice. Ist denn, also würde ich jetzt sagen, Britta Steffen. Ja, das ist richtig. Ja, ja. Ach, Mann. Franzi, bitte komm ins Bernsteinzimmer, ins Schad und lass dir einen Stuhl machen. Weißt du übrigens, dass der, wer war der... Meine Frau heißt Franzi. Wer war der Ex-Freund von Franziska von Almsieg? Stich? Michael Stich? Nee, Kretschmer. Der, nicht der Ministerpräsident, sondern der Handballer. So. Ach, ja. Wirklich? So ein Riesentyp? Genau. Na gut, der hat auch einen ganz schönen Arm. Und der hat ganz viele Tattoos und der macht jetzt übrigens Werbung für ein tolles Produkt aus einem Unternehmen aus Sachsen-Anhalt. Wir müssen weitermachen. Ja, okay. Oh, das ist ja, das weißt du natürlich. Zwei Leute aus der IT-Branche, zwei IT-Girls. Melanie Müller oder Michael Schäfer? Michaela Schäfer. Was, aus der IT-Branche? Hier steht IT-Girls. IT-Girls? IT-Girls, ich weiß da nicht. Du hast ja nicht so lustig sein, verdammt. Jetzt Michael Schäfer? Michael Melanie Schäfer? Müller. Melanie Müller oder Michaela Schäfer? Aber Michaela Schäfer ist doch Tina Wald, oder nicht? Das weiß ich. Nein, das ist Michaela Schaffrath, mein Bester. Oh, mein Gott. Oh. Entschuldigung. Also, ich bin Landesvorsitzender der CDU. Das nennt man Basisverbund. Ich muss raten. Ich sag, Melanie Müller ist die vom Dschungelcamp, ne? Das weiß ich jetzt ehrlich. Dann die. Die war schon mal hier. Melanie Müller, ja, die ist auch unterstrichen, die war schon mal hier. Ja, oh, krass, vom Dschungelcamp, ey, hier waren nur Promis. Weißt du, wo Melanie Müller wohnt im Moment angeblich? Nein, in Australien? Nee, kurz vor Magdeburg, in der Nähe von Egeln, da ist so ein See. Und da soll das darfst du nicht verraten, ne? Das darf ich nicht verraten, also ich darf keine Werbung machen. Nee, das ist schlecht für sie. Dann nicht, dass da alle heute hinpilgern. Nee, die bewusst, weil die kriegt, glaube ich, sogar, vielleicht sogar Unterstützung. Okay, dafür ist das jetzt die letzte Frage? Ja, ja, ist die letzte Frage. Das heißt, wenn ich jetzt gewinne... Das glaube ich nicht. Wissen. Das glaube ich... Oh, krass. Ich sag mal Waldemar Schepinski. Nee, es geht, es geht um eine Girl Group. Und zwar geht es entweder um die Pussycat oder die No Angels. Die No Angels? Wer ist ein Pussycat? Nee, ich weiß, wer das ist. Ich weiß das. Und Pussycat ist, gib mir Milch, gib der Katze Milch. Ehrlich? Aber weißt du, die No Angels, ob die schon mal hier waren? I wanna be daylight in your eyes. Oh, nee, die waren noch nicht hier. Dann sind das die Pussycat. Diese Rapper? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die No Angels hier in dieser... Heino war hier? Ja, aber die No Angels. Heino. Die No Heino Angels. Hat viel mehr Fans als die No Angels. Ist egal, ich will dich nicht beeinflussen. Mit Sandy und wie sie alle hießen. Ja, siehst du? Ja, das ist, die waren nicht hier. Also ich sag mal, die anderen Pussycats haben wir gesagt, ja. Richtig? Ach, ja, ich habe gewonnen. So, ja, stimmt. So. Magdeburg ist ja die Mannschaft, die in der Tabelle im Moment sehr weit oben steht. Also es steht tatsächlich 4-3 für dich. So, du musst jetzt auf Magdeburg, das ist die Landeshauptstadt in Sachsen-Anhalt. In der Regel auch die größere Stadt, glaube ich. Aktuell weiß ich es gar nicht. Das ist, falls du es nicht weißt, dritte Liga im Moment, erster Platz. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Okay, also ich soll jetzt singen. Du musst eine Ode an Magdeburg singen. Das müssen wir noch ausdenken, oder was? Freude schöner Götterfunke, Tochter aus Elysium. Und so kannst du mit Magdeburg. Nee. Ey, das ist Staffelfinale, das müssen wir wissen. Das muss ich reimen, oder wie mache ich das? Nee, also. Das weiß ich also nicht. Ein altes Sprichwort sagt. Wir können ja die zwei Leute fragen, die hier sitzen. In Halle werden die Schönen nicht alle. Oh. Und in Magdeburg an der Elbe ist es dasselbe. Und dann gibt es ein Lied von der Blatter und Gang, das hieß The Roof is on Fire. Und Magdeburg war ja auch mal on fire. Und, ja. Ist immer noch. Nee, ist abgebrannt, glaube ich. 30 Jahre im Krieg. Ach du Heilige. Habe ich gehört. Und das war für Magdeburg schlimm. Aber sie wurden wieder aufgebaut, auferstanden aus Ruinen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn auch da sind die Bomben wieder auf Magdeburg gefallen und nicht auf Halle. Und das hat jetzt dazu geführt, dass Magdeburg 30 Sekunden hast schon durch. Landeshauptstadt geworden ist, was wir in Halle sehr bedauern, aber Magdeburg hat tolle Menschen. Das ist jetzt durchschnittlich schlecht.
Es war nichts Falsches drin. Da du natürlich wieder nicht textsicher bist, du hättest da super reimen können hier auf so Rufe und Feier nicht schlecht, weil ja. Das geht ja dann weiter. We don't need no water, letzter. Und dann hättest du sagen können, Magdeburg Börden. Oh. Also, das kann man auch nicht. Nein, das hättest du jetzt als Kalender machen können. Das ist echt. Du hast gerade eine neue Halle-Hymne gegründet. Nein, auf keinen Fall. Unglaublich. Ich bin ja Magdeburg-Fan, ich sag mal. Da muss ich sagen, ich mag Halle auch sehr. Es ist wirklich eine schöne Stadt. Ich mag Halle auch sehr, aber jetzt wollte ich dich fragen, wie siehst du das jetzt am Freitagabend, 19 Uhr? Was ist denn da? Weißt du das überhaupt? Da ist, also ich weiß, dass die Sicherheitskräfte hier in Halle am Freitag sehr viel zu tun haben werden, denn wir haben erst Fridays for Future, das ist quasi dieses Bootcamp. Ja. Für unsere zukünftigen Ingenieure. Dann haben wir unser Wahlkampfabschluss für ganz Ostdeutschland hier. Mit Friedrich Merz. Richtig. Wir nennen ihn alle Fritz. 14 Uhr bei uns hier. Oh. Hinterm MDR. Wer auch immer diesen Standort ausgewählt hat. Nee, ist hervorragend. Wirklich, freue ich mich wirklich sehr. Du bist dabei, Michael Kretschmer ist dabei, unser MP Philipp ist dabei. Amthor. Philipp Amthor kommt auch. Aber ich dachte, ich nenne erst mal die Leute, die eine richtige Funktion haben. Ach so. Christian Hörter noch dabei. Also es kommt wirklich alles, was irgendwie Rang und Namen hat. Es ist eine öffentliche Veranstaltung. Also kommt gern vorbei. Und ich habe jetzt schon gehört, bundesweite Medien haben sich angekündigt. Das heißt, das letzte Signal des Widerstandes kommt aus Halle am Freitag hier. Und dann, du hast immer noch nicht meine Frage beantwortet. Ja, dann wird der FCM eine verheerende Niederlage einstecken müssen bei uns hier in Halle. Wir sind alle gespannt, ob die Fans wieder mitkommen oder nicht. Es gab ja mal so einen Fanboykott. Das weiß ich gar nicht. Ja, da ist irgendwas. Nee, da ist wirklich was Schlimmes passiert, da macht man keine Witze drüber. Ich hoffe aber, dass jetzt ein paar Fans wieder mitkommen. Auf jeden Fall, unsere Polizei wird viel zu tun haben und ich hoffe, dass es hier alles. Weißt du übrigens, dass ich heute meine. Also, es ist das Sachsen-Anhalt-Derby, ja. HFC gegen FCM, bin mal gespannt. Aber warum gab es eigentlich letztes Jahr keins? Wieso? Gab's? Gab's doch. Nee. Natürlich. Ja? Natürlich. Im DF, ist Magdeburg nicht irgendwie abgestiegen? Wir sind überhaupt nicht abgestiegen, du Nase. Wir waren beide in der dritten Liga. Aber ja, nee, Fußball, keine Ahnung, das Jahr davor, ja? Ja, nein, aber okay, gut. Jetzt rette ich dich mal und wollte sagen, guck mal, ich habe heute meine Halle-Schuhe angezogen. Weißt du warum? Weil immer, wenn ich die anhabe, da ist eine rote Sohle drunter. Sieht man das hier? Weiß ich gar nicht. Kann man sehen. Krass. Ja? Das ist extra, wenn du die für deine Frau mal kaufst. Für die Männer sind das ja preiswerte, günstige Schuhe. Die kann man für ein gutes Geld kaufen. Aber für Frauen mit einer roten Sohle, wer sich da auskennt, ist es extrem teuer, kann ich dir sagen. Warte. Manolo Blahnik? Weiß ich nicht, heißen die so? Ja, die heißen so. Also bei mir ist es ganz normale deutsche Leute. Meine Frau guckt Sex in the City, da weiß ich das. Carrie Bradshaw. Ja, genau, so heißt sie. Sehr gut. Mensch, dafür weißt du, wie der bürgerliche Name von Gina White ist. Also insofern. Ja, es ist, ich weiß auch nicht woher, das hat mir der Marco Tullner mal verraten, irgendwann, als wir im Landesvorstand zusammen waren. Marco Tullner? Ja. Gut, dass der heute nicht zuschaut, ne? Ist er denn irgendwo? Nee. Ja. So, Sven, hier gibt es eine Frage noch an dich. Ja. Du bist ein Landeskind? Oh, das ist eine schwierige Frage. Möchtest du mal Landesvater werden? Ja, Vater bist du ja schon. Ich bin Landeskind und bin mit dem Job, den ich habe, total zufrieden gerade. Und alles andere weiß man nicht. Ich merke, du bist länger im politischen Business unterwegs als ich. Ich bin ja auch älter als du. Ja. Obwohl ich eigentlich nicht älter aussehe als du, glaube ich. Aber du weißt, dass wir morgen diese Stelle mit Magdeburg, die werden wir hier rausschneiden. Und dann machen wir ein schönes Lied draus. Nein, ich habe ja nur gesagt, das hätte ich gedacht, dass du sowas Böses machst über Magdeburg. Weil du siehst du mal, ich war total nett. Weil du ja da, natürlich musst du das auch sein, du bist ja der große Verfechter von Halle, ist ja dein Wahlkreis. Mit dem Teil des Saalekreises. Genau, nördlicher Saalekreis, Landsberg, Petersberg, Kabelsgeteil, was wir mal gesagt haben. Sven, hast du denn eine Frage an mich? Ich habe jetzt dich ganz schön ausgequetscht. Ja, was war deine? Du bist jetzt 4 Jahre im Deutschen Bundestag. Ja. Deine erste Wahlperiode. Was war so deine Sache, wo du dich heute immer noch dran zurückerinnerst? War das die erste Sitzung oder als du das erste Mal den Bundestag betreten hast? Ja, also ich habe jetzt schon relativ viel erzählt und wir sind ja jetzt so kurz vor der Wahl. Und deswegen habe ich gedacht, provoziere ich lieber nicht mehr so viel. Wir hatten mal das mit den drei Bundespräsidenten, die ich an einem Tag getroffen habe. Das hatte ich schon mal erzählt, weil die Frage kam. Aber tatsächlich war es mal so, die Bundespolizei hat eine Antiterrorübung gemacht und ich musste dann mit meinem Kombi nach Schnöggersburg fahren. Das ist quasi in der Altmark-Kaserne. Und die hatten uns nur Koordinaten gegeben und wir waren dann falsch. Und der Typ am Tor sagte, ja, da fahrt er gleich da hinten lang. Und am Tor warst du damals dabei? Ja, am Tor, genau. Und der sagte dann, ihr fahrt da hinten einfach rum und dann links. Und dann bin ich damals mit meinem Kombi über den Panzerübungsplatz gefahren. Kein Witz. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt hier anhältst, hast du echt total verloren. Ja. Und wir haben dann irgendwann anrufen müssen und sind dann eine halbe Stunde später, nachdem wir wirklich mit diesem Kombi durch dieses Gefechtsübungszentrum gefahren sind und dachte, jede Abbiegung könnte ein Ende sein, kommen wir da an und dann sagen die zu uns,
Ja, Herr Bernstein, schön, dass Sie da sind. Wir haben Sie schon die ganze Zeit mit der Drohne aus dem Gefechtsübungszentrum beobachtet. Und da, wo Sie lang gefahren sind, da springt normalerweise der Leopardpanzer gerade über die Schanze. Also, das war so ein Moment, wo ich sage, ja, gut. Schön, wenn auf einen aufgepasst wird. Das war schon ziemlich skurril. Wenn du dann so neben so einem Panzer parkst. Ja, also, weiß nicht, ob du schon mal einen echten Panzer gesehen hast. Also so ein Riechen. Ja, schon mal. Einen großen, das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ja, da gibt es wieder eine Frage. Sven. Christoph. Ja, das ist eine Frage für dich. Wo? Achso. Willst du es vorlesen? Ach, das unten ist blaue, ja, okay. Das blaue, ja, ja, ja. Wo liegen die größten Zukunftspotenziale unseres Landes? Ja, das ist eine gute Frage, nicht als... Ich hätte es gesagt in uns beiden, aber das ist, glaube ich, ziemlich vermessen. Was meinst du, wo du größten... Tourismus vielleicht oder Wasserstoff? Ist ja hier auch in Halle ganz spannend, oder... Naja, also jetzt, das ist natürlich eine steile Vorlage, weil ich glaube, durch diesen Strukturwandel, den wir jetzt hier begehen im Süden von Sachsen-Anhalt, kommen ja nur für Halle und den Saale-Kreis 670 Millionen Euro stehen zur Verfügung, mit Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz sind wir weit über 1,5 Milliarden. Kohleausstieg meinst du, ne? Genau, richtig, der Kohleausstieg. Und wenn es uns gelingt, dieses Geld in Zukunftstechnologien zu investieren, haben wir eine Mega-Zukunft. Ich habe jetzt gerade als Stadtrat mit unseren Baubeigeordneten gesprochen. Alleine, was wir mit Bundesförderung, Strukturstärkung, also Kohleausstieg und so weiter, fast 5 Milliarden Euro, die wir jetzt in den nächsten Jahren, in den nächsten 10, 15 Jahren in Halle investieren, wird für dich in deiner neuen Funktion sicherlich auch eine spannende Zeit. Wenn alles gut läuft, wirst du nur Bändchen durchschneiden und sagen, wir bauen das auf. Ich bin ja nicht der Verkehrsminister. Wir bauen dieses auf. Ja. Stimmt, du wirst dann vielleicht auch ein bisschen Kritik erfahren, aber das gehört dazu. Aus Halle oder generell? Naja, das... Du weißt, wir sind immer kritisch, aber konstruktiv. Ich werde Ihnen sagen, dass der Bundestag ist schuld. Ja, und da du da dann weiter da tätig bist? Ja, da musst du dafür sorgen, dass das natürlich klappt. Nee, also ich denke, Power-to-X, Cybersecurity, alle Themenfelder, die jetzt noch nicht von anderen Bundesländern beackert sind, da gehört auch Medizin dazu, Nanotechnologie. Also wir haben da echt ein echt geiles Bundesportfolio mit Leuna auch direkt vor der Tür. Wasserstoff-Pipeline-Netzwerk wollen wir aufbauen, also gibt es so viel, aber es ist ja eigentlich eher dein Ressort. Ja, ja, es ist, wir haben sehr viele Zukunftstechnologien, wie man so schön sagt, aber was wir brauchen sind halt, glaube ich, klare Rahmenbedingungen. Ja, ich sag mal, dass die Menschen, die da tätig sind, dass die Unternehmen, dass die wissen, okay, darauf können wir uns über Jahre hinweg verlassen. Ja, und deswegen wird es spannend die nächsten Jahre, definitiv. Sven, die Zeit geht sehr schnell voran und wir sind schon fast am Ende dieser Sendung angelangt. Und am Ende jeder Sendung gibt es immer einen Gegenstand. Jetzt trifft es sich natürlich sehr hart, weil wir hatten mal 6 Gegenstände. Wir haben mittlerweile auch durchrotiert. Wir sind in der 11. Sendung. Ja. Und wir haben uns gedacht, für das Staffelfinale muss halt jeder Gegenstand einfach mal drankommen. Und deswegen darfst du die jetzt... Kann ich die Kamera nehmen, wie da steht? Oder ist die du kannst auch nehmen, aber du kannst jetzt mal einen Gegenstand hier oben aussuchen. Kannst mal gucken, wie viele noch da stehen. Die Uhr! Nein, Quatsch. Nee, die steht auf 3. Die steht auf 3. Den nehme ich mal hier. Das wäre eigentlich was für Peter Tauber gewesen. Ach so, ich hätte die runtergeholt, aber... Ach so, soll ich die... Ach so, wie du willst. Dann hol das mal. Also, brauchst du nicht aufstehen, bis ich stehe. Du entscheidest dich für dieses wunderbare Raumschiff. Genau. Jetzt wird es richtig nerdig. Das kann man nämlich auch anstellen. So. Nee, ehrlich? Ja, das leuchtet. Bist du Fan irgendwie so? Ja, naja, ich werde das jetzt erklären. Ja. Jetzt frage ich erstmal dich. Du hast schon mal einen kleinen Fehler gemacht. Peter Tauber steht nämlich auf Star Wars. Und was ist das? Das ist, hast du noch eine Chance? Was könnte es sein? Star. Da steht ja nicht drauf, welche Serie es ist. Du weißt es wirklich nicht? Nee, so richtig. Star Trek? Nee, Star. Ja! Star Trek? Ja, Star Trek. Das erklärt man auch die viel bessere und viel bessere Serie und viel ältere Serie. Ja. Und jetzt stellt man sich die Frage, wäre es für mich ja leicht, warum eine Enterprise? Weil ich Star Trek-Fan bin, das stimmt schon. Es hat aber viel mehr damit zu tun, dass ich tatsächlich Modellbauer bin. Ach, ehrlich? Ja, ich komme jetzt nur nicht mehr dazu, aber ich wollte früher immer Chirurg werden, weil ich so mit ganz kleinen Modellschiffchen gebaut habe. Ja. Und Star Trek hat mich fasziniert, also es hat mich eigentlich echt durch den Physikunterricht gebracht. Und wenn du mal überlegst, damals in den 90ern hatten die diese Pads, ich weiß nicht, ob du Star Trek kennst, und man dachte, oh ey, Touchscreen und so weiter, Wahnsinn. Ja, man dachte, das ist Zukunft, 24. Jahrhundert hat das gespielt. Jetzt haben wir das alles heute schon und da gibt es ja noch so einen Haufen anderer geilen Scheiß. Also Star Trek ist für mich immer noch toll, eine schöne Welt, Gesellschaft funktioniert. Modell bauen und das drückt diese wunderbare Enterprise E aus. Wie ich finde, jetzt wird es wirklich nerdig, das schönste Raumschiff, was es bei Star Trek gibt. Mich fasziniert, dass du Physik gemacht hast. Also, wir können ja einiges. Also, cool. Ja. Insofern. Nee, aber das ist nicht so mein Hobby, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich es auch nicht sofort erkannt, aber ich habe gedacht, das könnte ja entweder das eine oder das andere sein. Ja, und grundsätzlich muss man auch wissen, dass die Raumschiffe aus Star Trek
allen in Star Wars komplett überlegen sind. Jetzt also normalerweise würde es komplett explodieren. Da ist eine tolle Frage an mich, die Ober. Da fällt mir nämlich eine Antwort ein. Welches ist die sinnloseste EU-Verordnung, die du kennst? Kann ich jetzt nicht so direkt sagen, aber ich habe mal was. Ich denke, das war eine tolle Frage. Das passt so in die Richtung, weil ich habe hab immer zum 1. April habe ich immer einen April-Schatz gemacht, der mit Europa zu tun hat. Ja. Und ich habe einmal einen Schatz gemacht, den ganz viele Leute sogar geglaubt haben, wo man auch zeigt, was haben die eigentlich für ein Bild von der Europäischen Union. Da habe ich gesagt, dass ich stolz darauf bin, dass ich jetzt der Berichterstatter, also Berichterstatter sind immer die, die für ein Thema zuständig sind, ja, für uns. Im Europäischen Parlament bin für das Thema Winterreifenpflicht für Mähdrescher. So, und dann gab es ganz böse Antworten, wie man denn auf so einen Blödsinn und wieso die EU sich sowas einfallen lässt. Und dann habe ich nochmal darauf geantwortet, naja, das hat schon Sinn, aber ich habe im Moment sehr viele Probleme mit meinen spanischen und portugiesischen Kollegen, weil die das nicht so richtig einsehen, dass da auch, aber es muss ja in der EU alles gleich sein, also müssen auch die Winterreifen. Weil es bei denen nie schneit, sozusagen. So ist es, genau. Also okay. Da habe ich damals, oder die Leute trauen einem ja wirklich alles zu, aber es gibt, glaube ich, Gesetzgebung im Landtag, im Bundestag und auch auf europäischer Ebene, die man manchmal überarbeiten sollte, das stimmt schon. Oh, nur ein paar. Also das ist jetzt echt eine krasse Frage. Na, ich frage wieder, du kannst als erste antworten. Ja, frag du mal, genau. Welchen Tipp gebt ihr jungen Menschen, die sich für ihre Überzeugung einsetzen wollen? Demonstrieren gehen oder in die Partei eintreten? Die meinen jetzt in eine Partei eintreten, weil in die Partei würde ich jetzt nicht eintreten, das ist die von Sonneborn. Ja, die haben jetzt auch gerade in Halle so ein ganz tolles Plakat, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nee, soll ich antworten, weil du vorhin begonnen hast bei dem anderen Thema mit 2-Dreh oder 3G? Feel free. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich besser, wenn man das aussuchen soll, demonstrieren oder Partei, dann würde ich in eine Partei gehen. Ja. Das Demonstrationsrecht ist enorm wichtig, das haben wir uns ja auch erkämpft. Aber wenn du wirklich was verändern willst, dann musst du das in Parlamenten machen. Weil demonstrieren, da gibst du eine Meinung wieder, das finde ich auch gut, aber die Änderung kann dann in dem Parlament stattfinden. Egal, ob das jetzt hier, du bist ja im Stadtrat hier auch oder auch im Deutschen Bundestag. Und deswegen könnte man über den Weg am Ende des Tages, glaube ich, mehr erzielen. Aber Demonstrationsrecht, ganz, ganz wichtig, unsere Eltern durften das ja teilweise nicht. Bis 89 wäre das sehr, sehr gefährlich gewesen. Ja, also ich bin so ein Typ, der mag so diese Wörter, man müsste mal, man könnte mal und eigentlich nicht. Und deswegen sage ich, gleich dahin gehen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Also am besten rein in die Parteien, denn wir haben echt auch ein Problem. Idealerweise in die CDU natürlich. Naja, wenn du länger drüber nachdenkst, landest du ja früher oder später bei uns. Ne? So ist es. Das ist ja dieses alte Zitat, kennst du ja, ne? Wer mit 19 kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Oh. Und wer mit 30 immer noch Sozialist ist, der hat kein Hirn. Siehst du? Ja, das war ein Sozialdemokrat. Ich sag jetzt nicht wer. Ich habe noch eine tolle Frage für dich. Ja. Was sind denn die drei schönsten Momente im Bernstielzimmer? In Staffel 1. Staffel 1, weil du machst ja noch so 5, 6 Staffeln, musst du noch machen. Ah. Ja, jede Legislatur eine natürlich. Ne? Also die drei schönsten Momente, da muss ich überlegen. Also definitiv der Song, ich habe meinen eigenen Song, Bernstich, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, das war ziemlich ein geiler Song. Die Liegestütze fand ich auch krass, die ich ganz am Anfang machen musste. Und ich glaube, es waren so viele tolle Momente. Als damals der Landesvorsitzende der CDU ins Bernstichzimmer gekommen ist. Ja, das war damals, damals. Das war aber ja, das kommt ja noch. Die ganzen Groupies da draußen. Ja, auch das hatten wir. Das ist jetzt, wirklich, wir hatten ja mehr als einmal hier immer nackt lang gelaufen, aber da durften wir nicht reagieren. Jetzt habe ich einen Schatz gemacht. Regelmäßig oder auch nicht, wer weiß. Also in Halle kann viel passieren. Ja. Nein, den dritten Moment würde ich mir einfach aufheben als Auftakt für die zweite Staffel des Bernstierzimmers, wenn wir sie dann senden. Ja. Ort und Zeit wird euch natürlich bekannt gegeben. Nächste Woche Freitag. Und da gibt es noch eine Frage für dich. Sven, du hast ein Freiticket. Was würdest du besuchen? Bernsteinzimmer oder das Bernsteinzimmer? Das Bernstielzimmer, weil ich da natürlich dich treffe und vielleicht noch die zwei Leute, die jetzt heute auch hier wieder sitzen. Und das Bernsteinzimmer liegt ja den neuesten Erkenntnissen nach tatsächlich irgendwo im Ozean. Und man ist jetzt gerade dabei, das zu finden, ja. Hat mit uns natürlich jetzt wenig zu tun. Ja. Also die namentliche Nähe ist reiner Zufall, aber naja, Sven. Das ist dein Name, da musst du mit leben. Das war die letzte Staffel, letzte Folge in der ersten Staffel des Bernstierzimmers und das letzte Wort steht bei dir. Ja, muss ich jetzt was Seriöses sagen oder soll ich was Lustiges sagen? Das ist das Bernstierzimmer.
Also ich sag mal, dann mach ich mal einen Mittelweg. Wir haben ja echt viel Spaß gehabt heute wieder. 45 ja. Minuten, das ist ja das, was wir uns immer gewünscht haben. Wir haben ja dieses Instagram Live gemacht. Das war immer 10 Minuten, warum und eigentlich? Dann haben unsere Mitarbeiter, ihr müsst jetzt aufhören und die Zuschauer gehen runter. Jetzt ständig, wir einmal haben sie uns das Handy abgestellt. Ja, genau, ich weiß so noch, ist genau. Es. Jetzt konnten kann wir endlich mal in Ruhe jetzt hier Spaß machen und uns quasi das, was wir eigentlich jeden Tag im Parlament machen, haben wir jetzt mal vorgelebt. Nein, Spaß beiseite. Wir kriegen ja kein Geld dafür, ne? Das ist klar. Nee, selbstverständlich. Gut. Du hast mir gesagt, es gibt eine Gage, die ich denn dem Zoo Halle spenden soll. Nein, aber... Nee, den Fördervereinsvorsitzenden kann ich nicht leiden. Also, genau. Marco T. So, nein, ich sag dir ganz ehrlich, ich freue mich, am Freitag sehen wir uns wieder hier in Halle. Jawohl. Da ist nochmal großer Wahlkampfabschluss mit Friedrich Merz und dir und anderen. Und am Sonntagabend bin ich überzeugt, wenn ich dich anrufe und dir gratuliere, dass dir eine Last von auch, sage ich mal, fällt. Weil es ist schon eine große Aufgabe. Du hast einen tollen Wahlkampf gemacht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben noch 3 Tage. Naja, aber bisher. Ja. Bisher. Deine Mitarbeiter, die das gemacht haben, die muss man ja auch mal erwähnen, die dich unterstützt haben. Freiwillig natürlich in ihrer Freizeit, selbstverständlich. Die haben mir auch einen richtig guten Job gemacht. Und danke auch an die 2 Leute, die jetzt hier hinter der Kamera sitzen. Nein, aber ich wünsche dir da jetzt viel Glück, viel Erfolg. Und ich sage dir ganz offen, auch als Magdeburger, Halle muss im Deutschen Bundestag direkt durch die CDU, durch dich vertreten sein, und das wirst du machen, definitiv. Und ich glaube, du kannst auch mal einmal sagen, gibt es noch, wie viele Kandidaten gibt es, die so ein geiles Studio haben wie wir hier? Jetzt kein, na nix. Na also, nur haben wir es doch voller, so ist es. Haben wir es doch wieder geschafft. Also, alle, die jetzt zuschauen, wir müssen noch 30 Sekunden stehen. Ich bin doch schon dabei. Also, alle, die jetzt zuschauen und die sich den Stream hinterher auch angucken, beziehungsweise die Aufzeichnung, ihr seid herzlich eingeladen, 14 Uhr seht ihr uns beide live und noch ein paar weitere Prominente, die weitaus wesentlich prominenter, 1, 2, 3. Das hatte ich die Cola. Cola, das gibt's doch gar nicht. Ja, ich habe ihr ein ganzes Maß Bier getrunken, habe mich noch nie verhasselt. Ja, das ist, weil du das nicht gewöhnt bist. Ja, das ist Cola, das ist mir zu viel Koffein. Also, ihr seid herzlich eingeladen, 14 Uhr Freitag bei uns auf dem Salzgrafenplatz dabei zu sein. Am 24.09. wollte ich noch erinnern. Hinterm Freitag MDR. Ist der 24. Willst du mir nochmal ins Wort fallen? Oder? Nee, darf ich es nicht. Ja, doch, kannst du. Das ist die Cola, du, die alles. Ja, ja. Also es ist wirklich an der Zeit, jetzt aufzuhören. Das war ein würdiger Staffelabschluss. Das war das Bernsteinzimmer. Wir freuen uns, euch wieder zu sehen. Der Typ macht mich irre. Sagen die Frauen auch. Damit einen schönen Abend. Bis bald. Ich freue mich auf die 2. Staffel. Danke, dass ihr dabei wart. Und vielleicht bis Freitag. Ciao. Ciao. Das war das Bernstielzimmer. Alle Folgen jetzt zum Nachschauen auf Christoph Bernstiels Facebook- und Instagram-Seite sowie auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen.